Milliardäre. Auch wenn ihre Vermögen unfassbar sind, muss man am Ende des Tages wohl davon ausgehen, dass auch sie gerne mal April-April sagen. Denn dieses Video hat mit Milliardären reichlich wenig zu tun. Stattdessen ist heute der 1. April und damit der Tag mit der allgemeinen Lizenz zur Verarsche. In diesem Sinne präsentieren wir euch heute die extravagantesten und lustigsten April-Scherze der Geschichte. Mit dabei sind große Firmen, die Millionen von Menschen veräppelt haben, April-Scherze, die live im TV übertragen wurden und natürlich auch einige Pranks und April-Scherze, die viral gegangen sind. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was der beste April-Scherz war, den ihr selbst je gespielt habt oder der euch gespielt wurde. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 7 kommen wir direkt zu dem mit Abstand ältesten Prank auf dieser Liste, der tatsächlich bis auf das Jahr 1957 zurückgeht. Die Rede ist von einem Fernsehbeitrag, den der britische Nachrichtensender BBC damals am 1. April veröffentlichte, ohne seinen Zuschauern mitzuteilen, dass es sich um einen Scherz handelte. Der Beitrag behandelte eine Familie aus dem Schweizer Örtchen Ticino, welche im Frühjahr Spaghettis von ihrem Spaghettibaum erntete und weiterverkaufte. Extra für den Beitrag stellte der Nachrichtensender daher einen fiktiven Spaghettibaum nach und erfand zahlreiche Detailinformationen zur Ernte. The spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun. Tatsächlich fielen damals tausende Zuschauer auf den Beitrag herein. Zum einen, da niemand erwartete, dass die BBC ihren Zuschauern derart einen Bären aufbinden würde, aber auch, da Spaghetti damals noch nicht annähernd so verbreitet waren wie heute und einige Zuschauer daher schlichtweg nicht wussten, dass es sich um eine Pasta aus Weizenmehl und Wasser handelte. Bis heute gilt der BBC-Beitrag über die Spaghetti-Bäume daher als einer der legendärsten April-Scherze der Fernsehgeschichte. Kommen wir zur Nummer 6 und damit zu einer Situation, die die ganze Welt für wenige Momente in Atem hielt. Gemeint ist ein Talkshow-Auftritt der Game of Thrones-Schauspielerin Maisie Williams, die am 1. April 2019 bei dem amerikanischen Talkshow-Host Jimmy Fallon zu Gast war. Anlass ihres Interviews war, dass der Release der letzten Game of Thrones Staffel kurz bevorstand. In diesem Zusammenhang fragte sie Fallon dann, welche Momente aus der ganzen Serie für sie die denkwürdigsten und entscheidendsten waren, auch im Hinblick auf ihre Rolle Arya Stark. Außerdem wollte er von ihr zumindest einen kleinen Voreindruck, was die Zuschauer in der letzten Staffel der beliebten Serie erwarten würde. Can you tell me anything? Are you allowed to talk about anything? Als Williams dann ausholte, um einen kleinen Ausblick zu geben, unterlief ihr jedoch ein Fehler. In einem Nebensatz erwähnte sie, dass ihre Rolle ja schon in der zweiten Folge der nächsten Staffel sterben würde. Schon im nächsten Moment wurde ihr dann schlagartig bewusst, dass sie gerade weltweit im Fernsehen einen gigantischen Spoiler losgelassen hatte und schaute sich schockiert um, während Jimmy Fallon fassungslos fragte, ob das ihr Ernst sei. When I found out that Arya died in like the second episode, I was... What? In ihrer Panik flehte die Schauspielerin dann darum, den Spoiler rauszuschneiden und verließ danach schlussendlich sogar das Studio. Fallon, der etwas verdutzt reinschaute, ging ihr dann nach einer Weile hinterher, nur um mit ihr zusammen die Situation schließlich aufzulösen. We'll just go. April Fools! Auf der Nummer 5 kommen wir nun zu dem Prank eines Hochschulprofessors, der absolut viral gegangen ist. Immerhin erreichte das Video des Mathe-Professors Matthew Weathers innerhalb von wenigen Jahren erstaunliche 65 Millionen Aufrufe, was angesichts der Genialität seines April-Scherzes jedoch kein Wunder ist. Während einer gewöhnlichen Mathe-Vorlesung ließ Weathers es nämlich so aussehen, als hätte er aus Versehen einen Bildschirmfehler verursacht. Daraufhin suchte er nach einer Lösung, um das Problem zu beheben, und bot seinen Studenten dabei ein eindrucksvolles Schauspiel. So interagierte er nicht nur mit einem alter Ego von ihm in einem YouTube-Video, sondern ließ es sogar so aussehen, als würde er die Windows-Fenster auf der Leinwand mit seinen bloßen Händen bewegen können. A little bit farther down, right there. Yeah, there you go. Highlight seines Pranks war dann jedoch das Ende. Der Professor öffnete nämlich eine Star Wars Szene, um an ein Laserschwert zu kommen, welches auf einmal tatsächlich von hinter der Leinwand hervorkam, sodass Weathers tatsächlich ein Laserschwert in der Hand hielt. Insgesamt war sein viraler Prank also nicht nur eine unterhaltsame Nummer, sondern gleichzeitig auch ein technisches und informatisches Meisterwerk. Ah, it's catching on fire. Oh no. There we go. Finally got rid of it. Als nächstes kommen wir zu einem April-Scherz, der vermutlich etwas zu weit ging.
Die Rede ist von einem Prank, den der amerikanische YouTuber Georgie Stahlberger im Jahr 2016 anlässlich des 1. Aprils seiner Mutter spielte. Dazu präparierte er das Badezimmer seines Elternhauses auf ekelerregende Art und Weise. Er verteilte nämlich hunderte Grillen und Käfer auf dem Boden. Außerdem setzte er 2 Mäuse in dem Badezimmer aus, da sich seine Mutter vor diesen fürchtete. Dann fing er an, mit seinem Bruder in der Küche zu kochen und dabei auf seine Mutter zu warten. Als diese dann kam, taten die beiden wiederum so, als würde ganz spontan eine Essensschlacht zwischen ihnen ausbrechen, bei der sie sich mit Getränken, Soßen, Chips und anderen Essensresten bewarfen und somit auch ihre Mutter einsudelten. Da es die Brüder mit ihrer Essensschlacht jedoch etwas übertrieben, artete das Ganze in einen Freakout der Mutter aus. Erst nachdem sich die Situation etwas beruhigt hatte, ging diese dann ins Badezimmer und wurde mit den Grillenkäfern und Mäusen konfrontiert, während einer der Brüder die Badezimmertür zuhielt. Stahlbergers Mutter rastete verständlicherweise vollkommen aus und sorgte somit für einen viralen Clip. Unserer Meinung nach ging dieser Prank jedoch etwas zu weit und grenzte schon fast an Mobbing. Kommen wir nun zu einem etwas harmloseren April-Scherz, den eine der größten Firmen der Welt ihren Kunden gespielt hat. Gemeint ist der Streaming-Dienst Netflix, der am 1. April 2014 2 großzügig angekündigte Netflix Originals rausbrachte. Genauer gesagt veröffentlichte Netflix einen 20-minütigen Doku-Film namens Sizzling Bacon und einen knapp 70 Minuten langen Film namens Rotisserie Chicken. Tausende Fans waren also gespannt auf die Produktion, wurden von Netflix letztlich aber auf den Arm genommen. Der Film Sizzling Bacon beinhaltete nämlich nichts weiter als eine 20-minütige Aufnahme von ein paar Bacon-Strips, die in einer Bratpfanne brutzelten, während Rotisserie Chicken tatsächlich 70 Minuten lang lediglich ein rotierendes Hühnchen auf einem Spieß zeigte. Die Originals waren also ein Prank. Übrigens war der April-Scherz aus dem Jahr 2014 nicht der einzige in der Geschichte von Netflix. 2017 zum Beispiel veröffentlichte Netflix am 1. April einen Werbeclip und ein Statement, aus dem hervorging, dass der Schauspieler und Comedian Seth Rogen einen Vertrag mit Netflix unterschrieben habe, in dem er seine Persönlichkeitsrechte an den Streamingdienst abgetreten hatte. Somit sei Seth Rogen nun offiziell Eigentum von Netflix Inc. Selbstverständlicherweise wurde aber auch dieser April-Scherz noch am gleichen Tag aufgelöst. Kommen wir nun zur Nummer 2 und damit zu einem April-Scherz, der mit Hilfe von versteckten Kameras dokumentiert wurde und vor etwas mehr als 10 Jahren in Kanada gespielt wurde. Setup des öffentlichen Pranks waren dabei 2 Dixie-Klos, die nebeneinander in einem hochfrequentierten Park standen und ganz danach aussahen, als könnten die Passanten sie einfach benutzen, was diese auch versuchten. Als die Passanten jedoch die Tür zu dem Dixie-Klo öffneten, erwartete sie ein überraschender Anblick. Statt einer Toilette fanden sie nämlich eine Dusche vor. Eine Dusche, die von einer jungen Dame gerade benutzt wurde. Die meisten Passanten erschreckten sich daraufhin logischerweise. Die junge Dame zeigte sich allerdings unbeeindruckt und bat die Passanten daraufhin sogar ihr Shampoo zu reichen oder ihr sogar mit einer Bürste den Rücken zu schrubben. Ein April-Scherz, den die geprankten Personen so schnell wahrscheinlich nicht vergessen werden. Die Nummer 1 belegt ein amerikanischer Grundschullehrer namens Joe Dombrowski, dessen Aprilstreich, den er seinen Schülern spielte, viral ging. Ausgangssituation seines Aprilscherzes war, dass Dombrowski mit seinen Schülern einen Rechtschreibtest durchgeführt hatte. Dabei hatte er ihnen verschiedene englischsprachige Wörter diktiert. Nach der Testphase löste er dann die richtigen Antworten auf, indem er die Wörter buchstabierte, sodass seine Schüler die Lösungen mit ihrer Antwort abgleichen konnten. The first word was Blorski. I lost my Blorski at a carnival. Dabei erlaubte er sich jedoch einen Spaß. Und zwar buchstabierte er die Wörter völlig falsch, er fand immer wieder stumme Konsonanten oder fügte willkürlich falsche Buchstaben ein und brachte seine Klasse damit völlig durcheinander. The next word is spiku. Look, there's a spiku. S-P-E-E-K-U-Z-S-L-M-N. There's silent letters at the end of that one. Yep. Am Schluss löste er den Scherz jedoch auf, allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Antworten der Schüler trotzdem bewertet würden. Ach und by the way, an dieser Stelle sagen auch wir April April. Denn einer der Pranks auf dieser Liste war gar kein April-Scherz. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, welcher. Wenn ja, dann schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, welcher Streich nichts mit dem 1. April zu tun hatte. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr spannende Videos jede Woche und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.